Entschuldigung, muss man halt nur lassen. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ich das heute halten kann. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ihr erwartet, aber es ist das, was ich denke, was ich sagen will. Es ist etwas, wenn man das sieht, denkt man, das hat gar nichts mit Kunst zu tun, aber im Endeffekt hat es alles mit Kunst zu tun. Was es im Einzelnen damit zu tun hat, das werden wir sehen. Ich führe ein, indem ich mir anschaue, wo ich heute stehe, wenn ich mich mit der Gesellschaft beschäftige und gehe dann auf die Geschichte der Avantgarde ein und schaue mir an, wo eine mögliche Avantgarde heute zu finden ist. Ist ja Leuchter. Ist ja Leuchter, genau. Das war auch so. Es geht heute nicht mehr um Differenz im Sinne von der Dekonstruktion, vielmehr geht es um Distanz im Sinne der Autonomie. Das wird hinterher sehr deutlich. Ich will heute nicht mehr wissen, warum mich etwas stört oder was mich stört. Ich will einfach, dass es mich nicht stört und will was anderes. Und das will ich deutlich. Das heißt also, ich setze mich von etwas ab, was ich nicht will, weil ich das, was ich nicht will, nicht verändern kann. Ich kann es weder mit Kunst verändern, noch kann ich es anders verändern. Also, wenn ich meine Haltung behalten will, geht es nur, indem ich autonom bin und indem ich eine Distanz zu dem einnehme, was ich nicht will. Was es im Einzelnen ist, werde ich jetzt zeigen. Die Revolution unserer Zeit vollziehen sich in Gesundheit und Lebensstil. Was ich damit meine, ist, dass heute eigentlich die Momente, die das Leben für Menschen in der Stadt oder auch in Gesellschaften verändern, in Lücken passieren. Wir sehen hier ein Bild aus einem Garten in Kreuzberg, der ursprünglich von Kulturschaffenden ins Leben gerufen wurde, der mitten in Kreuzberg ist, auf einer nicht genutzten Fläche von etwas mehr als 4000 Quadratmetern, wo man also einen Garten angelegt hat. Wir sehen, dass der Garten hier in Kästen stattfindet. Warum findet er in Kästen statt? Er findet deswegen in Kästen statt, weil man nicht weiß, wie lange man das Grundstück haben kann. Man will aber dann mit dem Garten umziehen können und deswegen hat man das von Anfang an so gebaut, dass es mobil sein kann. Man spielt von Green Nomadism. Und warum finden die Revolutionen im Lebensstil statt? Weil ich finde, dass nicht mehr die gesellschaftstransformatorische Kraft im Ganzen das Entscheidende für den Menschen ist, sondern die Veränderung des Menschen als Einzelnen. Und von da aus geht es aus. Und in diesem wird es deutlich, weil dort sich Einzelne zusammengefunden haben und eine Institution oder eine Gesellschaftslücke ausgefüllt haben, wo 1200 Leute auf 4000 Quadratmetern gemeinsam kulturübergreifend, religionsübergreifend, schichtenübergreifend etwas zusammentun, was sie zusammenführt, wo sie sich gerne zusammen aufhalten und wo sie sich um etwas kümmern. Das ist meiner Ansicht nach proaktiv und politisch interessanter als manches, was in der Kunst als Revolution deklariert wird und was aber im Endeffekt nichts anderes verändert als das private Umfeld der Einzelnen. Hier wird das Umfeld für sehr viele Leute nachhaltig verändert, vor allen Dingen wird auch das Bewusstsein verändert. Es geht vor allem immer um Haltung. Es geht mir darum, dass ein Künstler, so wie ich ihn verstehe, eine Haltung einnehmen sollte. Und zwar, wie ich finde, was mich interessiert, ist eine humanistische Haltung. Also eine Haltung, die sich um den Menschen kümmert. Wir sehen hier Karl von Ossietzky 1933 im KZ Oranienburg. Und was tut er? Er erklärt dem SS-Mann, was Freiheit ist und was es bedeutet, sich frei auszudrücken. Er ist direkt nach der Machtübernahme der Nazis verhaftet worden, er war ein wichtiger Publizist, er hat die Weltbühne publiziert und herausgegeben und wurde als solcher sofort in politische Sittenhaft genommen und hat da erstmal ein Jahr lang in Oranienburg gesessen, ist dann wieder rausgekommen, ist wieder verfolgt worden und ist dann sehr schnell gestorben, also 1994. Ich finde aber, dass an ihm deutlich wird, was eine Haltung ist, nicht? Und warum er sich für Kunst, für Kultur, für freien Ausdruck einsetzt und dass er das eben so tut, dass er das auch an der Stelle tut. Die späte Postmoderne zeichnet sich durch neoliberale, kapitalistische und individualistische Zwangsvorstellung und Auswüchse aus. Wir sehen hier, die einen oder anderen werden es kennen, die Geissens. Geissens ist
von RTL 2 ein Prototyp einer reichen Familie, und zwar so profiliert, dass sie im Prinzip den Leuten, die RTL 2 gucken, die Reichen in irgendeiner Form so sympathisch machen, dass man das aushält und dass man das sogar sympathisch findet, selbst wenn man weit entfernt davon ist. Aber um das zu illustrieren, was ich meine mit individualistischen Zwangsvorstellungen, habe ich jetzt einfach mal schauen, ob das funktioniert, einen Link gelegt, damit man das mal versteht, in welchem geht das? In welchem Rahmen sich sowas abspielt. Mal schauen, ob das geht. Es wäre schade, es geht nicht, aber wir versuchen. Nein, das ist jetzt kompliziert, dann lassen wir es raus. Etwas schade. So. Was im Endeffekt daran interessant ist, dass Karl von Ossietzky vor dem SS-Mann die Freiheit proklamiert und diese beiden sich also ebenfalls herausnehmen, die Freiheit des Menschen in dieser Gesellschaft, wie sie sich durch Geld kaufen kann, eben zu illustrieren. Im Endeffekt sagen die nicht ganz was Verschiedenes. Nur, dass sich hier das nicht von der SS-Gruppe abspielt im KZ, sondern vor dem Zuschauer des RTL-Programms. Wobei man dabei sagen muss, wir reden hier von ungefähr 60% der Bevölkerung, die nicht mehr weiß, ob der Weihnachtsmann zu Ostern kommt oder der Ostermasse. Und das kann man an den Preis ausschreiben oder an den Quizfragen, die da gestellt werden, zwischendurch ablesen. Die Fragen sind so abgeflacht, dass das Niveau also auf einer Ebene stattfindet, dass man sich also als normaler Denkender manchmal fragt, was hat es mit der Gesellschaft wirklich auf sich? Ich finde, das ist ein krasses Beispiel, aber es ist jeden Tag in der Presse. Es ist wirklich tatsächlich ein extremes Beispiel an kapitalistischer Zwangsvorstellung und Auswüchse. Aber davon gibt es in allen Formen, nur die beiden sind gerade besonders extrem in der Presse. Die beständige Mobilität, Flexibilität und Bereitschaft der zwingende Unterwerfung des individuellen Glücksgefühls und der Gesundheit unter das Diktat kapitalistischer Effizienzprinzipien. Ergebnis ist die permanente psychische und physische Überforderung des Einzelnen. Um den durch die Werbung und durch die Medien suggerierten Glücksversprechen entsprechen zu können, müssen die Leute sich quasi in ein Arbeitssystem begeben, was sie also eigentlich über das normale Maß hinaus fordert und in Gänze überfordert. Wir hören sehr stark von Burnout-Syndromen und von anderen. Das ist also kein Randphänomen mehr, sondern es ist ein Phänomen, was mittlerweile große Teile der Arbeitnehmerschaft befällt und was man eigentlich auch nicht lösen kann. Und in genau diesen Situationen fällt halt diese Suggestion eines perfekten Mitarbeiters, eines perfekten Arbeiters, eines perfekten Angestellten zusammen. Und das wiederum führt die Menschen eigentlich tatsächlich in eine wahnsinnige Krise. Wie man damit umgeht, das sehen wir dann. Der individuelle Wunsch, sich auszurücken und die Bewahrung der eigenen Individualität geht in dem pseudo-individualistischen Kollektivsuggestion der, mit Aldous Huxley, Brave New World zu sprechen, gesellschaftlichen Cluster unter. Das sind für 60% die Leute, die beweisen, dass in dieser Gesellschaft gesellschaftlicher Aufstieg durch Leistung in Anführungszeichen möglich ist. Und sie sehen an beiden, dass das eine sehr künstliche und auch eine sehr fragwürdige Angelegenheit ist. Während also die eine, also der DSDS-Frau Beatrice Egli, also doch trotz allem ihre Individualität dadurch durchsetzen konnte, dass sie Schlager gesungen hat in einer Popsendung und damit eigentlich einen Teil ihrer Individualität bewahren konnte, pro forma, geht das bei diesem anderen hier, Joey Heimle, völlig unter, der also, nachdem er das Dschungelcamp gewonnen hat, also mit diesem Zepter relativ überfordert und auch nur bedingt glücklich da sitzt. Aber beides sind quasi Idole für viele, die sich das angucken. Und wir reden da von vielen, wir reden von Leuten, die das wirklich ernst nehmen.
Das meine ich mit individuellen Wünschen und auch mit Kollektivsuggestionen. Diese Formate suggerieren dem normalen Menschen, also dem Menschen, der eigentlich nicht in der Lage ist, Karrieren zu machen, es ist möglich, in dieser Gesellschaft was zu erreichen durch eine Performa-Leistung. Und was Leistung dann ist, kann bedeuten, dass man sich, weiß ich nicht, gesangstechnisch auf den Stand bringt. Das kann aber auch bedeuten, dass man sich im Dschungelcamp abkämpft. Aldous Huxley hat 1936 ein Buch geschrieben, Brave New World, in dem er eigentlich sehr vieles von dem beschreibt, was heute aktuell passiert. Was aber das Allerwichtigste ist, ist, dass im Prinzip den Mitgliedern dieser Gesellschaft in vielfacher Hinsicht die Kritik und auch das kritische Hinterfragen ihrer Weltordnung im Prinzip abhanden kommt. Es ist einfach nicht mehr so, dass der normale Mensch hinterfragt, ob etwas gut oder schlecht für ihn ist, sondern hinterfragt es einfach gar nicht mehr, sondern arrangiert sich so gut es geht mit dem System. Das bedeutet, er ist im Prinzip über die Konditionierung. Konditionierung bedeutet, dass er sich also quasi durch das mediale System mit dieser Gesellschaft so in Einklang bringt, dass er ihn erleben kann. Dass das also tatsächlich etwas ist, was man eigentlich mit diesen Gedanken von Huxley vergleichen kann, wobei Huxley das 36 geschrieben hat im Hinblick auf die Totalitarismen, also auf einerseits auf den Stalinismus, andererseits auf den damals dann aufkommenden Nationalsozialismus und damit eigentlich totalitäre Systeme machen. Da wir diesen Link nicht sehen können, können wir das nicht sehen, was er 1950 dazu sagt. Er sagt nämlich 1950, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, nachdem also die harte Erfahrung des deutschen Nationalsozialismus als Totalitarismus passé ist, sagt er, der Totalitarismus findet jetzt andere Wege, sich durchzusetzen, und er benutzt andere Mittel. Er sagt im Endeffekt, es werden Sachen sein, die den Menschen nicht mehr mit Gewalt konfrontieren, sondern ihn quasi mit einer suggestiven Wunscherfüllungsmaschine konfrontieren, die ihn aber nicht glücklich macht, sondern die ihn im Prinzip nur konditioniert. Machen, kannst du auch den Link einfach reinkopieren und dann funktioniert es, weil jetzt gar nichts mehr mit dem Browser ansonsten. Ja, mach doch mal einen Punkt. Wenn du den jetzt einfach hier so. Achso, Moment. Wir müssen zurück. Wir müssen mal zurück. Gehen wir nochmal zurück. Müssen wir aus der Präsentation, gehen wir aus der Präsentation raus. Wir machen mal kurz eine kleine technische Pause. Genau, bist du jetzt raus? Nee, aus der Präsentation. Ich kenne mich halt mit diesen. Was ist das? PowerPoint? Kennt sich irgendjemand mit PowerPoint aus? Achso, was ist denn das hier für ein. Hast du mal probiert bei Safari? Das ist gar nicht meine. Das kannst du erstmal das Video jetzt zeigen. Bleib mal hier. Bleib mal hier, ja. Jungs, bleib hier. Aber jetzt muss bloß das. So, jetzt muss nur noch das Internet schnell genug sein. And it can be done in the past, but I think it could be done even more effectively now, if you can provide them with bread and circuses, and you can provide them with endless amounts of distractions and propaganda. October the 21st, 1949. Dear Mr. Orwell, the nightmare of 1984 is destined to modulate into the nightmare of a brave new world. The change will be brought about as a result of a felt need for increased efficiency. Thank you once again for the book. Yours sincerely, Aldous Huxley. But what is to me very interesting, it looks as though the totalitarian regime of the future will not be based upon terror, but that they will have other means. Means. Propaganda, which will be much more efficient and much more economical than the natural force and more
techniques that are available that which goes into the open central techniques that I invented. Jetzt wird zur Präsentation, oder? Okay, ja. Ja, jetzt muss die Präsentation wieder starten. Bildschirm Präsentation. Und bei der, ab der aktuellen Folie wieder gehen. Hier. Ja. Könnten wir vielleicht noch dieses andere Video vor uns? Wollen wir nochmal zurück? Ich weiß nicht, musst du wissen. Wir können das zeigen, aber es ist halt sehr, sehr skurril. Ja, deswegen. Deswegen, also, das ist so dieser, ja, okay, Wunsch nach dem. Ja, gut, also der Skurrile. Genau, da musst du jetzt wieder raus aus der Präsentation. Ich warte, Präsentation beenden. Mal, nee, du musst erst die. Ich mal. Das wird jetzt mal nicht. Oh Gott. Okay. Ach, also, um das kurz zu sagen, das, was wir gesehen haben in dem Film, sind zwei Dinge. Erstens hat er gesagt, dass die Konditionierungen, wir haben alles Beispiele für Konditionierungen gesehen, mit den Tieren und mit den ganzen Geschichten. Und das, was er sagt, ist eben, dass ein Totalitarismus der Zukunft nicht mehr über Terror konditioniert, sondern über Medien oder über andere Versprechungen, Glücksversprechen insbesondere. Und jetzt sehen wir eben so, das ist kommen. Das jetzt, was jetzt nein, kommt. Das, wir müssen das sehen. Ja, das ist der Link, aber guck mal, 6Q, MTL, OLED, das ist der Link, der hier steht. Das ist ein Interview mit einem Fahrzeug. Ach so? Das hier ist wahrscheinlich der falsche Link. Nee, das hier wäre der Link. Bearbeiten. Kopieren. Ja, ja, das ist der. Mal schauen. Das ist der, kannst du das schauen? Bringen wir nochmal rein. Dann haben wir es nochmal. Einsetzen. So, jetzt mal gucken, dass da was kommt. Das ist der Link, das du hast wahrscheinlich in der Präsentation. So. Machines. Jetzt. Wir hoffen, dass da alles kommt. Musst du noch Play oder so machen? Ich muss erst ein bisschen laden. Ja. Danke. Ja. Ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz, weil ich ganz kurz, bis der geladen hat. Also ich weiß nicht, ob jeder weiß, wer das ist. Das ist also ein Programm auf RTL 2, was jeden Montag stattfindet. Und diese beiden, also und ihre beiden Kinder, die also in Monaco, in Kitzbühel und Gott weiß wo leben, die spielen jetzt also ihr reales Leben dort ein, als Kulisse. Und sie bedienen also alle möglichen Klischees, behaupten aber, dass sie so sind. Jetzt weiß man aber, wenn man das genau anschaut und sich das Profil dieser beiden anschaut und man das Profil des Programms RTL 2 kennt, dass das nicht ein unmotiviertes Profil ist, sondern ein motiviertes Profil, weil die normalen Leute, die RTL 2 gucken, normalerweise mit dieser Art von Gesellschaftsschicht eher, sag ich mal, relativ wenig konfrontiert werden, also mit den Steuerflüchtlingen in Monaco. Die spielen das aber so, dass sie diesen Menschen, die das normalerweise gucken, immer noch suggerieren, wir sind sympathisch und wir sind irgendwie auch lustig und man kann sich mit uns ganz normal unterhalten, sind ganz normale Leute. Fakt ist, ich kann mir es nicht vorstellen, ich glaube, es ist eine reine Fiktion. Und die wird von RTL funktional eingesetzt. Robert, was ist das für ein Frauenkopf? Die legen halt ihre Schuhe. Robert, mein Hausanzug ist da! Robert! Robert! Also man muss sich das vorstellen, diese Frau spielt jetzt also eine ganz bestimmte Frauenrolle, wo alle Gender-Frauen sagen, das ist völlig absurd, nicht? Aber diese Frau setzt sich dann bei Lanz in die Talkshow hin und sagt, so bin ich, ich will so sein und so funktioniert unser Leben. Und das sieht dann eben so aus und man weiß nicht, ob das wirklich so stattfinden kann. Also wir sind hier an der Côte d'Azur und gehen vom einen Haus ins andere und wir hängen.
Wir hängen, genau. Wir hängen im Netz. Hängen irgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht reicht das auch schon als... Ja, es ist eigentlich schade, weil das Ganze wird natürlich noch absurder. Also das heißt, man will weitergucken. Ja, eigentlich will man jetzt doch schon auch weitergucken. Jetzt muss man sehen, das Ganze ist ja so medial aufbereitet, dass es, also wie man sagt... Ja, es kommt immer noch ein bisschen... Jetzt muss man wissen, dass es also fast jeden Tag in der Bildzeitung stattfindet. Das muss man also vorstellen, dass alle Leute, die diese Bildzeitung lesen, also jeden Tag mit diesem Geissens als Prototyp für Reichtum in Deutschland indoktriniert werden. Wobei ich niemanden kenne, der reich ist, der so ist. Ich kenne auch niemanden, der so sein will. Ich kenne auch niemanden, der mit viel Geld so offensiv mit seinen mit seinen Bedürfnissen umgeht. Das ist also etwas, was mir sehr künstlich erscheint, aber die Frau behauptet, so ist es. Das ist doch so, dass die Leute bei solchen Formaten auch Drehbücher haben und irgendwie auch angezogen werden, ein Stylist da ist, jemand, der irgendwie sonst fiktive Geschichten erzählt, dass er sich darum kümmert. So ist es. So denkst du, ist es. Ich so denke ich es auch. Aber die sagen, es wäre nicht so. Doch, ja. Klar ist es so. Das heißt also, hier wird ein deutliches Profil geschaffen, was im Prinzip... Schade, das ist nicht... Robert! Nicht? Und auch diese eigenartige Brutalität im Umgang miteinander, die ist also, wie ich finde, eher strange. Aber man muss eben sehen, dass sie eigentlich diesen Menschen, die diese Sendung, wie auch dieses läuft ja jeden Abend, diese Reality Soap mit diesen Typen, die bei mir um die Ecke wohnen, die Menschen stellen sich vor, die Welt ist so. Und das ist, ich sage Ihnen, das ist bei Ihnen nicht so, weil Sie diese Konditionierung so nicht haben, aber es gibt 60% dieser Bevölkerung, die das so glauben und annehmen. Und für die ist es gemacht. Denen will man quasi erklären, die sind eigentlich ganz okay, selbst wenn sie viel, viel Kohle haben. Fällst du? Was scheiße denn wieder, Erik? Ja, es ist leider etwas staccato-artig. Naja, vielleicht ist es hier auch dann gut, wenn es zu Ende ist. Es geht darum, dass also diese Frau Geissen zu ihrem Mann geht und sagt, Emi hat angerufen. Und er sagt, Emi kenne ich nicht. Ist das so eine Frau, die ich im Fernsehen... Nein, das ist Emi, die Plattenfirma. Und dann er dann völlig fassungslos guckt und sagt, ja und, was wollen die? Und sie sagt, ja, die wollen mit mir eine Platte machen. Und er dann irgendwie völlig fassungslos ist und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann... Er hat das im Endeffekt noch kommentiert. Und eigentlich sollte man es sehen. Wir machen das jetzt einfach mal zurück und schauen, ob das einmal dann von Anfang an laufen kann. Weil das ist eigentlich zu schade, weil das ist also ein... Robert, was ist das für ein Frauenverfehler? Interessant ist auch, dass die Kinder hier instrumentalisiert werden. Das ist eher selten. Zum Tragen kommt, der macht es dann irgendwie wahrscheinlich noch einigermaßen sympathisch, zumindest macht das einigermaßen witzig. Und dadurch wird eigentlich Distanz zwischen einer Schicht von sehr wohlhabenden Menschen und den Leuten, die das normalerweise gucken, sehr klein gemacht und es werden Identifikationspunkte geschaffen. Ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, das sind Idole,
aber ich würde schon sagen, dass es eine Menge Leute gibt, die sehr cool finden. Und das ist ein Beispiel, und das ist ein Beispiel dafür, wie Konditionierung funktioniert und wie diese mediale Welt uns Bilder suggeriert, die wir aufgrund unserer Bildung und aufgrund... Ich weiß nicht, was daraus passiert, weil wenn ich immer wieder dieses Robert höre, könnte ich hier eigentlich die Stimme hinterziehen. Ja, das muss man sich also vorstellen, das sagt er also im Fernsehen über seine Frau. Und das ist natürlich eher ungewöhnlich. Also, aber warum ich es gezeigt habe, ist eigentlich, um zu illustrieren, was in der späten Postmoderne mit den Wünschen und mit diesen kapitalistischen Ideen passiert. Die werden also so in Extreme überführt, dass sie einfach für uns jetzt, als die wir das jetzt hier relativ in einem völlig anderen Kontext sehen, völlig absurd erscheinen. Aber die Masse der Zuschauer nimmt sowas ernst. Und das finde ich relativ erstaunlich. Naja, jetzt gehen wir weiter. Wenn wir also bei Aldous Huxley sind und wir also überlegen, dass die Medien solche Bilder vermitteln und das nicht nur jetzt mit diesen beiden tun, sondern parallel mit Formaten tun, wie Deutschland sucht den Superstar und Dschungelcamp und allem Möglichen, kriegen wir eine ganz bestimmte Weltsicht kommuniziert, und zwar in einer solchen Stärke, dass sie bei bestimmten, und das wird durch die Bildzeitung und durch Internet, was es immer gibt, so stark verstärkt, dass es eine Tiefe kriegt, eine Realitätstiefe, die der normale, nicht aufgeklärte Mensch nicht mehr dechiffrieren kann. Was passiert ist, er denkt, so ist es. Und das ist eben ein Teil dieser Konditionierung, von der gesprochen wird. Parallel dazu ist das, was ich gerade gesagt habe, mit dieser Überforderung des Menschen im eigenen Alltag, eben eine Sache, die dann auch noch dadurch schwierig wird, dass die Menschen ja kaum noch das arbeiten können, was zu ihnen passt. Sondern sie arbeiten etwas, was ihnen die Medien als interessant vorstellen. Wir haben hier diesen Fritz Lang, habe ich nur deswegen reingebracht, weil er in diesem Film Metropolis etwas zeigt, was genau das ist, nämlich die Entfremdung von Arbeit und Mensch. Das heißt, die Arbeit, die Sie jetzt machen, die Sie vorhaben als Künstler oder als was auch immer Sie werden, ist etwas, was Sie individuell für sich entscheiden und dann mit dieser Individualität auch umgehen und daraus Lebenskonzepte entwerfen. Das ist für die normalen Menschen eine reine Illusion. Das heißt, diese normalen Menschen wünschen sich sowas hier. So, und da haben wir Prototypen. Ich habe wirklich versucht, eine Verkäuferin im Netz zu finden, die nicht lacht. Ich verspreche Ihnen, tun Sie es mal, geben Sie es mal bei Google ein und gucken mal Verkäuferin, und dann gucken Sie sich die ersten 200 Bilder an und dann sehen Sie keine Verkäuferin, die ein verkniffenes Gesicht macht. Gehen Sie aber in Berlin in den Supermarkt und stellen eine falsche Frage, dann werden Sie angeschissen, die aus Berlin kommen, wissen das, werden Sie angeschissen, als ob Sie da irgendwie der gerade vorgeworfen haben, dass Sie betrogen hat. Das heißt also, hier wird ein mediales Bild von einer ganz bestimmten Arbeitsplatztypologie geschaffen, die nichts mehr mit der realen Erfahrung von dem zu tun hat, was die Person in diesem Job erfährt. Nicht? Daneben das Gleiche. Das ist das, was sich ganz viele Leute vorstellen, in Frankfurt in irgendeinem Tower, als Angestellter im mittleren Management, in irgendeinem Team, im Anzug, prototypisch, so zu arbeiten und genug Geld zu verdienen, um sich Freiheit oder um sich bestimmte Dinge im Leben, das dann glücklich machen soll, zu erkaufen oder erkaufen zu können. Und um vor allen Dingen die gesellschaftliche Akzeptanz zu erfahren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Arbeit etwas ist. Jemand, der nicht arbeitet, ist nichts. Jemand, der nicht arbeitet, schmarotzt oder ist ein Parasit. Und jemand, der arbeitet, ist jemand, der Gesellschaft eine Leistung erbringt und mit dieser Leistung eben sich ein bestimmtes Glück erkaufen kann, eine bestimmte Freiheit erkaufen kann. Jetzt haben wir lange darüber diskutiert, ob wir sowas zeigen sollten. Fakt ist, Arbeit macht frei, zynisch, überzynisch, von diesen SS-Leuten über Auschwitz, über das Tor geschrieben. Hier in einem völlig anderen Zusammenhang, aber Fakt ist, Arbeit macht frei ist bis heute eine Doktrin, die in Deutschland der Arbeitswelt unterschoben wird. Arbeite ich, verdiene ich Geld, kann ich mir leisten, so zu leben, wie ich das will. Tue ich es nicht, gehöre ich nicht dazu, bin ich nicht frei. Es geht nicht darum, den Menschen zu töten, aber es geht darum, zu verstehen, dass die gleiche Doktrin, die gleiche Konditionierung, die wir im Prinzip 1933 hatten,
1933, mein Großvater hat es mir erzählt, haben viele Leute Hitler gewählt, weil der gesagt hat, wir geben euch Arbeit. Das war ein großes Problem, die meisten Leute hatten keine, also wurde über Arbeit wurde quasi argumentiert, und das hier ist natürlich die perverseste Form, die man sich vorstellen lässt, aber Fakt ist, diese Doktrin gilt bis heute. Theodor Adorno sagt 63, die Phrase von der Erfüllung von Märchenfantasie durch die moderne Technik hört erst auf, eine zu sein, wenn man ihr die Märchenweisheit hinzufügt, dass die Erfüllung der Wünsche selten den Wünschen zum Guten ansteht. Was es bedeutet, ist, dass dieser Joey Hindley, egal ob er jetzt der King of the Jungle ist, dass ihn jetzt quasi die Realität dessen, was er in dieser Situation erlebt, einholt, und das ist alles andere als wünschenswert. Das heißt, man kann es aber auch auf sowas wie Facebook anwenden. Jeder, der sich dort tummelt, weiß das. Facebook kann viel, aber es führt auch dazu, dass man sich möglicherweise sehr viel Kritik und sehr viel, wie man das heute so schön sagt, Shitstorms einfängt. Nicht? Also es ist ein ambivalentes Spiel. Dass der Mann das 63 so vorher gesehen hatte, kannte kein Internet und er kannte auch das Fernsehen in der Form nicht. Ist erstaunlich, aber er wie auch Huxley und andere haben erkannt, dass eigentlich die Medienlandschaft und die Kulturindustrie die gleichen totalitären Elemente hat wie andere totalitäre Systeme auch. Und davor warnt er. Erich Fromm sagt etwas, und das ist eigentlich das, was ich als aus dem ersten Teil dieses Vortrags vermitteln will. Er sagt, ich glaube, dass die Verwirklichung einer Welt möglich ist, in der der Mensch viel sein kann, selbst wenn er wenig hat, in der der vorherrschende Beweggrund seines Lebens nicht das Konsumieren ist. Ziel in seinem Leben ist, seinem Leben einen Sinn zu geben und frei und illusionslos zu leben. Frei in dem Sinne, wie Sie beispielsweise, nicht in dieser Konditionierung zu sein wie die Masse der anderen, und illusionslos einfach zu sehen, dass ein Job in einem Supermarkt zwar möglicherweise Sie ernährt, aber sicher keinen Spaß macht oder zumindest in den seltensten Fällen Spaß macht. Oder vielleicht macht er Leuten Spaß, aber nicht unbedingt jedem. Das heißt also, diese Illusionen, die man hat, die man auch von der Arbeitswelt über Medien vermittelt bekommt, sind reine Illusionen. Ebenso, dass man sich über Arbeit Freiheit erkaufen kann, ist eine reine Illusion. Denn die Arbeit nimmt erstmal Freiheit. Das ist erstmal der erste Teil. Das ist eigentlich die Vorgeschichte zu dem, wo wir jetzt dann einsteigen. Sie können gerne fragen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, stellen Sie sie und dann gehen wir weiter. Na gut, dann gehen wir weiter. Historische Avantgarde. Es ging ja darum zu sagen, also wie geht man mit historischen Avantgarden, was haben die gemacht, wie haben die sich verstanden und was war denen wichtig und wie kann man das, was denen wichtig war, wie kann man das heute und wo kann man das vor allen Dingen heute wiederfinden. Ein zentrales Anliegen der historischen Avantgarden, und wir reden von Dingen wie dem Bauhaus, von den russischen Konstruktivisten, wie auch von Destail und anderen, war, dass man die Situation der Menschen verbessern wollte. Und zwar mit Hilfe von Kultur. Das heißt, im Bauhaus gab es eine Reihe von Künstlern und eine Reihe von Designern und Architekten, die gemeinsam versucht haben, den Alltag der Menschen insgesamt so zu verbessern, dass diese Verbesserung möglichst vielen Menschen zugute kam. Und da hat man eben im Bereich der Architektur, im Bereich des neuen Bauens, aber eben auch im Bereich des Produktdesigns einiges erreicht. Und interessant war, dass es ein Diskurs war, der von und mit Künstlern geführt wurde. Das heißt also, die Kunst hatte hier eine integrale Idee davon, eine Rolle zu spielen in der Verbesserung der Lebensumstände für Menschen. Jetzt in dem Fall in Deutschland, aber eben auch in Russland oder in anderen europäischen Ländern. Diese Idee, den Menschen ins Zentrum des Interesses zu stellen, ist eine Signifikanz der Avantgarden, der historischen Avantgarden. Und das ist etwas, was ich versuche später in dem Vortrag auf heutige Dinge zu applizieren und zu gucken, wo finde ich das heute wieder. Ich gebe Ihnen jetzt noch zwei Beispiele für historische Avantgarden. Das ist ein Projekt von Otto Neurath in Zusammenarbeit mit Gerd Arns. Otto Neurath war einer der Gründer des Wiener Kreises. Der Wiener Kreis war ein Kreis von Wissenschaftlern und Intellektuellen, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir Wissenschaft entmystifizieren, das heißt, wie können wir Wissenschaft so an Menschen vermitteln, dass sie verstehen, wo die Erleichterung, wo die Verbesserung und wo die Vorzüge von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Alltag der Menschen sind. Hier hat man versucht, und das ist eines der wesentlichen Leistungen, über Isotype, das heißt über Icons,
eine Bildsprache zu entwickeln, die also im Prinzip klassenübergreifend, kulturübergreifend grundsätzlich verständlich war. Alles, was wir heute an Icons haben, im Computer oder auch in anderen Dingen, geht im Ursprung auf diese Art der Arbeit zurück. Das heißt, das war eine absolut bahnbrechende Geschichte, die völlig unterschätzt ist, die aber bis heute von elementarer Bedeutung ist. Hier ist eine weitere Ikone der modernen Architektur, das war der Barcelona-Pavillon von 1929, in der man eigentlich eine architektonische Utopie gebaut hat und damit aber gleichzeitig für die Zeit der Weimarer Republik etwas geschaffen hat, nämlich Handwerk und Fertigungstechnik so zu illustrieren, dass man eben die Qualität der Produkte in Deutschland und der Verarbeitungsqualität auf der Weltausstellung 29 so zeigen konnte. Das sind einfach drei Beispiele, wo ich denke, dass es sehr deutlich wird, was die Moderne in ihrer Ausrichtung und vor allen Dingen, was die historische Avantgarde zum Ausdruck bringen konnte und wollte. Less is more, less but better. Ich komme darauf, weil ich im Ende zeigen werde, dass die Gesellschaft sich mit weniger arrangieren muss und dass mit dem weniger aber kein weniger von Lebensqualität oder auch von Produktqualität einhergehen muss, sondern genau das Gegenteil. Das sind Vorläufer. Das ist einerseits Ludwig Mies van der Rohe und andererseits Dieter Rams. Ludwig Mies van der Rohe, Less is More, hat eben gesagt, die Architektur muss zwar hochkomplexe Funktionen erfüllen, sollte aber in ihrem Äußeren so einfach sein, dass sie extreme Einfachheit zu vermitteln. Die Auswahl von Materialien und die unbedingte Funktionalität spielen eine besondere Rolle. Die Verfeinerung erfolgte durch Form, Funktion, Material und Verarbeitung. All das sehen wir schon im Barcelona-Pavillon, aber all das sehen wir dann auch später. Dieter Rams ist eigentlich etwas später. Dieter Rams ist in der deutschen Nachkriegszeit eine der wesentlichen Professoren an der Ulmer Schule für Gestaltung und der hat eben, wie Sie das wahrscheinlich kennen, für Bosch also maßgeblich über 30 Jahre die Produkte entwickelt. Und hier sehen Sie also zwei Beispiele. Das eine links ist Mies van der Rohe, ist das Seagram-Gebäude in New York 1957 und das andere ist ein kombiniertes Radio- und Plattenspielergerät von 1955 von Bosch. Sie sehen, mit diesem Haus ist die historische Avantgarde, also das, was wir am Anfang gesehen haben, was anfangs etwas war, was Cutting Edge war, was an der obersten Stelle des Establishments angekommen ist in den 50er Jahren. Das heißt, die historischen Avantgarden sind in den Institutionen angekommen und führen sie aus und führen sie an. Und zwar nicht nur wie hier im Westen, also in Deutschland, in Amerika, sondern auch im Osten. Die Konstruktivisten waren an den entsprechenden Hochschulen in charge, was Architektur anging, was Design anging und waren damit etwas, was Adorno in der Dialektik der Aufklärung kritisiert hat, nämlich zu sagen, also eine Avantgarde, die in die Funktion kommt und dann in der Funktion sich nicht mehr selbst befragt, wird automatisch wieder totalitär. Was ich hiermit zeigen will, ist, die historische Avantgarde ist in der Spitze der Etablierung angekommen und von da ausgehend wird halb New York und vielfach halb Amerika mit solchen Häusern gebaut und setzt sich eigentlich als der Baustil international durch. Selbst in Deutschland wird im Siedlungswohnungsbau nach dem Krieg also fast nur noch in der Art des neuen Bauens gearbeitet. Das heißt, die historische Avantgarde ist auf der Fläche, in der Masse angekommen. Avantgarde und Humanismus. Ich habe schon darüber gesprochen. Es ist wirklich ein zentrales Anliegen der Avantgarden im Kern, den Humanismus ins Zentrum des Schaffens zu stellen. Das ist jetzt egal, ob es das Bauhaus ist oder ob es dann hinterher in Amerika andere Think Tanks oder Schulen dieser Art sind. Es ging um den Menschen im Kern und um die Verbesserung der Lebensumstände für den Menschen. Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Egal, ob man die Häuser in der Prager Straße nimmt, das war für die Menschen toll, in solche Häuser einzuziehen. Das war das Neueste zu dem Zeitpunkt, was es hier gab. Und das bot extreme Luxuselemente, die man vorher nicht hatte. Man kam aus einer Wohnung ohne Toilette, man kam aus einer Wohnung, die halt zerschossen war, was auch immer. Und dann landete man in einer solchen perfekt ausgestatteten Wohnung und das war toll. Also der Lebensstandard der Menschen wurde im Prinzip durch diese Avantgarde-Idee, die dann etabliert wurde, sehr stark behoben. Die Rolle der Kunst
spielte hierbei die Rolle des Visionären und des Experimentellen und des Geistigen und Visuellen Vorortes. Das heißt, die Kunst war immer ein ganz wesentlicher Impulsgeber für diese Art der Architekturavantgarden, der Designavantgarden, der Gestaltungsavantgarden. Und das ist es eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich in Teilen bis heute. Hier sehen wir so ein Beispiel einer CP, in dem Fall 52 von Le Corbusier. Und wenn Sie sich das Ding angucken, dann erfüllt das sämtliche Kriterien von Dingen, die wir heute kennen. Es ist ein Mehrgenerationenhaus, es ist ein Haus mit Kindergarten, mit Krankenbetreuung, mit Altenbetreuung, mit Pflegemaßnahmen. Es ist eine Geschichte mit Geschäften, mit Ärzten, mit allem, was dazugehört. Und man hat es in einer Form, dass sich also das, also die meisten Leute, die in sowas eingezogen sind, das waren jetzt nicht die sehr reichen Leute, sondern es waren Leute der unteren Mittelschicht. Und die konnten sich also quasi in diesem Umfeld quasi fast autark selbst versorgen. Wenn man so will, ist das auch eine Art von Autonomie. Was aber sehr interessant ist, dass es schon 52 wesentliche Konzepte von Dingen, die wir uns heute wünschen, schon antizipiert. Postmaterialismus und kalische Kreativität. Wir haben am Anfang diesen Spruch gehabt, dass wir gesagt haben, es geht nicht nur um Differenz, sondern es geht um Distanz. Naomi Klein bringt das zum Ausdruck. What we have been living for three decades is frontier capitalism with a frontier constantly shifting location from crisis to crisis, moving on as soon as the law catches up. Was sie damit meint, ist, dass so lange diese Modelle, diese kapitalistischen Modelle nach vorne und durchgeführt werden, bis es Gesetze gibt, die bestimmte Übergriffe verhindern. Was aber das Problem ist und warum auch viele sich dem Postmaterialismus zuschreiben, ist, weil sie dieses kapitalistische Freibeutertum für sich selbst nicht wollen. Das heißt, sie wollen für ihre eigene Familie und für sich selbst und für ihr soziales Umfeld eine Art der Integrität. Das heißt, sie wollen dieses Bad Karma nicht, sondern sie verzichten lieber auf Dinge und sorgen dafür, dass in ihrem Umfeld die Dinge konsistent sind und die Dinge im Endeffekt eben moralisch, ethisch so stehen, dass man damit auch gesund und gut schlafen kann. Das ist ein Beispiel. Wenn man jetzt sagt, okay, man kann ja gar nichts machen, oder wenn man ist Künstler, man ist Architekt, man ist Designer und man wird jetzt mit solchen Situationen konfrontiert, was kann man machen, wie kann man es machen? Und es gibt mittlerweile, das ist eins davon, Netzwerke von Künstlern, Designern, Architekten, die jetzt zum Beispiel hier in wie Architecture for Humanity, die aktuell in Krisensituationen intervenieren. Das heißt also, die beispielsweise auf Haiti Häuser bauen oder Schulen bauen und das mit möglichst wenig Mitteln und das im Prinzip ohne Geld dafür zu verlangen. Und teilweise mit Leuten vor Ort, teilweise mit Architekten aus London, aus New York, aus Tokio, die aber ihre Kreativität und ihr Know-how in die Lösung solcher Dinge stellen. Wir sehen hier im Prinzip einen Ablauf oder anders. Wir haben Vertreter von Architecture for Humanity in 21 Ländern. Es gibt 62 Einheiten, wo Leute für Architecture and Humanity quasi Projekte konstruieren. Wir haben 208 Menschen, die dafür arbeiten, ständig. Wir haben 40.000 Menschen weltweit in diesem professionellen Netzwerk. Und dieses Netzwerk wird immer und ständig durch Leute vor Ort ergänzt. So, was also hier passiert, ist ein Lösungsszenario. Es gibt beispielsweise, weiß ich nicht, wir nehmen ein Beispiel, es gibt einen Ort in Afrika, der ein Problem hat, der etwas braucht. Der kann sich bei denen melden und kann das Problem schildern. Und dann setzt sich dieses Internetnetzwerk hin und diskutiert, was kann man machen, mit welchen Mitteln und wie kann man es durchführen. Und hier sehen Sie, wie das in den 6 Schritten passiert. Und um das zu sagen, es passiert. Es passiert sehr häufig und es passiert sehr viel. Und es sind im Prinzip Leute, die ihre Arbeit, ihre Kreativität, ihren Ehrgeiz, ihr Engagement in solche Hilfsprojekte stecken und die das nach ganz bestimmten Regeln tun. Also wir sehen das hier, what do we care about?
oder what kinds of things do we build, what else do we do? Es ist also ein bestimmter politischer und humanistischer Ansatz, der ganz konkret in Projekte mündet, weltweit. Gibt es eine Überschwemmung in Bangladesch, sind diese Leute genauso, und die werden angefragt, weil sie mittlerweile dafür bekannt sind, solche Lösungen zu entwickeln. Die werden angefragt und sie greifen auf Leute wie beispielsweise Sie zurück, und diese Leute kommunizieren und schaffen Lösungsszenarien, die quasi dann auch realisiert werden. Das hier, damit man versteht, dass das keineswegs irgendwelche Bretterbuden sind, die bauen, sondern das sind also, das ist jetzt eine Favela-Randbebauung, in dem Fall eine Schule. Sie sehen an dem Entwurf, das hat jetzt einen Preis gewonnen, Sie sehen an dem Entwurf, dass der also absolut neues Design und architekturtechnischen Fragestellungen gerecht wird und dass er in den Möbeln selbst auf eine Art und Weise designtechnisches Know-how verarbeitet mit den Mitteln vor Ort. Wir reden immer von Materialien, die vor Ort sind. Hier werden keine Materialien von irgendwo besorgt, sondern hier wird alles zu den Möglichkeiten, die in diesem Ort vorhanden sind, gelöst. Diese Einstellung ist etwas, was ich als humanistisch bezeichnen würde, was ich sogar teilweise als radikal humanistisch bezeichnen würde. Und was ich eigentlich als einen, ja, wenn man so will, als eine Analogie zu der historischen Avantgarde sehe. Und das sind Menschen, die sind in ihrem Alter bis vielleicht in meinem Alter, die also wirklich tatsächlich an solchen Lösungsszenarien arbeiten. Jetzt müsste ich nochmal vielleicht deine Hilfe in Anspruch nehmen, weil das ist ganz interessant hier. Nee, das will ich nicht. Du willst, du musst wieder raus aus der Präsentation. Den Link kopieren. Ja. Wenn das jetzt funktioniert. Nur den unteren? Ah, nur den unteren. Ja. Apfel C. Oder so. Ja, aber wir können es so viel einfacher machen. Ihr könnt doch in Safari das als. Wir können auch den Browser einstellen, wenn er macht. Ah ja, das ist jetzt noch zweimal der Fall, dann haben wir es. Wir hätten es vorher. Dann lädt es drauf. Ja gut, wir laden. Wir lassen es jetzt einfach erstmal laden. Was das ist, ist, dieses System, über das gesprochen wird, ist ein Open-Source-System. Das heißt, das ist ein internetgestütztes Autorensystem, wo Lösungen eingegeben werden. Da kann jeder sie auch, kann Lösungen für Probleme eingeben. Es können Konzepte eingegeben werden, es können Hauskonzepte, es kann Design eingeben, was auch immer. Und dieses System verteilt das über die ganze Welt zu Leuten, die Probleme haben. Die geben das ein und wenn sie die Lösung haben, schauen die sich das an. Und es wird gemacht. Das Interessante daran ist, und jetzt sind wir an einem zentralen Punkt, wo der Christian Seri nachher sicherlich was dazu sagen kann, diese Leute legen keinen Wert auf Autorenschaft. Sie legen einen Wert darauf, dass direkt menschlich etwas passiert und direkt geholfen wird. Und sie tun das auf einem hohen künstlerischen, designtechnischen und architektonischen Niveau. Wir haben also hier eine Art Linux für Architekturlösungen. Und es funktioniert. Und das sind also nicht nur Schulen und nicht nur Krankenhäuser und nicht nur irgendwelche Stauanlagen, sondern es geht vom Eigenheim bis zum, weiß ich nicht, bis zum Carport, bis zum Seeboot, was auch immer. Nur das, was sie in der Hauptsache hier bewegt, sind halt Menschen, die in Krisensituationen sind oder Menschen, die in Not sind. Und denen wird mit diesem System geholfen. Und die Leute, die Hilfe brauchen, sind ja mittlerweile weltweit global mit diesen Systemen vernetzt und gehen und schauen sich das an. Und finden dann nicht nur die Lösung, sondern sie finden auch noch die Architekten. Die haben sie nämlich hier direkt im System dazu. Sie haben nicht nur den Entwurfsarchitekten, der vielleicht Sie sind, sondern sie haben auch noch den Architekten in Bangladesch, der es vielleicht umsetzen kann. Und sie haben vielleicht noch die Freiwilligen, die sagen, wir helfen dabei. Und das sind eigentlich wiederum Konzepte, die immer den Humanismus im zentralen Gesichtsfeld haben. Und damit sind wir im Prinzip wieder bei den historischen Avantgarden und bei dem Ansatz, das Ziel ist, die Situation für Menschen zu verbessern. Und der jetzt hier ist Cameron Sinclair, das ist der Gründer von dem System. Das ist ein Typ, der ist, weiß ich nicht, vielleicht 35 Jahre alt. Und der arbeitet mittlerweile, ich weiß nicht, mit 40.000 Leuten weltweit zusammen und löst Probleme. Und zwar
viele. Describe to me what the Open Architecture Network actually is and what it's supposed to do. The network is a system to allow architects and designers and innovators to share solutions amongst each other, and also to allow communities to find solutions to implement based on systemic issues and post-disaster reconstruction. So like in practice, it's a website you go to, it's meetings, is there an office? No, there's no office. It's all online, and essentially, it's like having a virtual architecture firm, but the client are for communities in need. Das ist also eigentlich das, worum es dabei geht. Und das ist natürlich, steht natürlich auch Künstlern offen, steht allen Leuten offen, die, wie er sagt, Innovators sind. Jetzt muss man zurück auf die... Was ist jetzt die... Geschlossen? Ja, wir drücken da mal drauf. Genau, perfekt. So, und du kannst auf den Browser hier einstellen, als Safari, aber... Das kommt jetzt noch eins. Ah, das sitzt dann irgendwann noch vorbei. So, die Frage ist, how do you improve the living standards of 5 billion people? Und die Antwort ist, with 100 million solutions. Das heißt also, sie sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Ja. Wenn sie eine gute Idee haben, ich komme gleich mal auf eine, die ich exemplarisch zeige, dann können sie mit ihren hier auch immer gearteten künstlerischen oder anderen designtechnischen dort mitwirken und sie sind in diesem Lösungspool drin. Sie können sich damit bewerben und sind dann eine von 100 Millionen möglichen Lösungen. Sie sehen an diesem Haus, dass das keine Buden sind. Das ist Architektur auf hohem Niveau. Oder wenn es um Design geht, um Kunst geht, auf hohem Niveau. Das ist also jetzt nicht irgendeine Art von Plattitüde. Man könnte jetzt hier noch was zu Cradle to Cradle sagen, aber das machen wir nicht. Wichtig ist, dass wir feststellen, es werden Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und der CO2-Emission definitiv und nachhaltig umgesetzt. Das heißt, wenn man mit Materialien baut, dann kommen die nicht aus Deutschland, sondern die kommen eben aus dem Land. Und die Lösung kann zwar aus Deutschland kommen, aber die Materialien, die Handwerker kommen aus dem Land. Das heißt, es wird wirklich tatsächlich mit diesen Gesichtspunkten sehr nachhaltig gearbeitet. Das ist eine Schule in Burkina Faso von einem Architekten, Francis Carré, der ein afrikanischer Architekt, der in Berlin ein Office hat und der eigentlich erstmalig dadurch bekannt wurde, dass er für Christoph Schlingensief ein Operndorf konzipierte für Afrika, als er im Kern erstmal von einer künstlerischen Aktivität ausging und der im Rahmen dieser Aktivität kommuniziert hat, wie er sich Bauen vorstellt. Und zwar Bauen, was einerseits auf die lokalen Traditionen, wie wir sagen, vernakulare Techniken reflektiert. Sie sehen, dass die Dächer offen sind. Das sind Belüftungssysteme. Da ist an den Stellen so wenig, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Strom, aber auf jeden Fall nicht, um da irgendwelche Ventilatoren aufzusetzen, hat man auf traditionelle Weise Belüftungselemente eingesetzt. Das heißt also, wir finden hier Lösungen vor, die wir im Prinzip möglicherweise auch in der Zukunft ins Bauen, auch in Zentraleuropa übertragen können. Wichtig ist, dass hier etwas passiert, nämlich dass hier Ideen der Moderne mit Ideen der lokalen, regionalen Kultur verbunden werden. Und das nennen wir vernakular. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, und zwar für alles, was wir in der Zukunft sehen. Ich verzichte jetzt auf das Ganze, aber man muss sehen, eine Gesellschaft, die sich im Licht, die sich auf eine wie auch immer geartete Weise leistet, dass, weiß ich nicht, Schulen, Hochschulen und Sportstätten zunehmend weniger finanziert werden. Das ist hier eine gute Ausnahme. Aber im Ende, wenn Sie in Schulen in Berlin gehen und Sie schauen sich dann Schulen in China an, dann sind die Schulen in Berlin wahrscheinlich eher älter und wahrscheinlich eher schlechter ausgestattet. Das gilt nicht für die Landregion, das gilt aber definitiv für die Stadtregion. Das heißt also, wir beginnen auf Gestaltungsformen, die sich in Mangelwirtschaften ausgebildet haben, zu schauen. Hierbei werden neue Material- und Qualitätsvorstellungen etabliert. Das führt zu teilweise erstaunlichen Lösungen, an denen wir uns orientieren können. Das sind solche vernakularen Techniken.
Wir sollten endlich die Arroganz des europäischen Zivilisationsdünkels ablegen und den Qualitätsbegriff und den Exzellenzbegriff der gesellschaftlichen Realität anpassen. Unsere Zukunft ist vulnerabel. Ah ja, das müssen wir uns nochmal wieder versuchen. Diese Frau Joan Byron ist Direktor für Policy am Pratt Center. Pratt ist eine Schule in Brooklyn in New York, die Architektur, Design, Gestaltung vornimmt. Und die Frau ist deswegen sehr interessant, weil sie sich mit etwas beschäftigt, was uns jetzt im Verlauf zunehmend interessiert, nämlich wie bildet man soziale Gemeinschaften oder Solidarsysteme, die im Prinzip auf der Basis von künstlerischen Impulsen oder auch von kulturellen Impulsen entstehen und die dann Menschen zusammenführen, und zwar so, dass das solidarisch und auch sozial gut funktioniert. So ähnlich wie das in dem Prinzessinnengarten der Fall ist. Jetzt versuchen wir das zu lösen. Präsentation. Wie machen wir das? Präsentation beenden? Ja. Ist das jetzt das letzte Video oder kommt da noch mehr? Ich glaube, das ist das letzte. Also jetzt können wir es auch genau drin sagen. Achso, hier haben wir das jetzt nicht. Hier haben wir das nicht. Warum ich das interessant finde, ist, weil die Frau klare Statements macht. Sie sagt, wir gehen in unserer Designvorstellung von bestimmten humanistischen Grundprämissen aus. Oder wir gehen von unserer Kunstvorstellung oder von unserem Gestaltungsprozess. The Pratt Center grew really as the School of Architecture's response to a challenge from civil rights leaders in the surrounding community of Bedford-Stuyvesant. To their credit, students and faculty at the time took up that challenge. They saw themselves working in solidarity with the civil rights movement, and they saw the movement for community development, community empowerment, really as a physical manifestation of civil rights. The mission of the Pratt Center is we work for a more just, sustainable, and equitable society. Specifically, we work to make the built environment respond to concerns of equity and sustainability and inclusion. The Pratt Center just released a report on the Brooklyn Navy Yard, and we found the yard generates $2 billion a year in direct and indirect economic output in activity that flows from the production that happens in the yard. The Navy Yard in a... Was sie sagt, ist, dass im Kern dieser Geschichte nicht nur der Mensch steht, sondern Civil Rights. Das heißt, das kommt gleich noch, sie sagt, sie müssen sich entscheiden, in welcher Gesellschaft sie leben wollen. Das ist ihre Ausgangsfrage als Gestalter. Und diese Gesellschaft, in der sie leben wollen, das ist etwas, was sie angehen müssen. Und sie zeigt Wege und zeigt ihren Studenten Wege auf, wie das geht. Und das ist jetzt our emphasis on economic development and manufacturing is really logical as part of our mission to create a just economy. We as a society, we as a city, make decisions about the future we want and the economy that we want. And one of the decisions we can make is to preserve land and set aside space and have economic development strategies that support living wage, good jobs, and manufacturing. Warum ich das gezeigt habe, ist einfach, weil sie etwas sehr, sehr Wichtiges sagt. Sie sagt, wenn man in einer anderen Gesellschaft leben will oder wenn man eine Vorstellung hat von einer anderen Gesellschaft, dann muss man das versuchen zu realisieren. Und sie sagt, in den Projekten, die sie an ihrer Akademie oder an ihrer Hochschule macht, spielt es eine wesentliche Rolle. Das heißt, es geht wirklich darum, die Leute dahingehend vorzubereiten, dass sie sagen, wir wollen in einer ganz bestimmten humanen Umgebung leben, die soll so und so aussehen und wir wollen sie gestalten. Und ich zeige Ihnen jetzt Beispiele, wie das tatsächlich passiert. Wir sehen also hier zwar unterschiedliche Beispiele. Das eine haben wir schon gesehen, das ist der Prinzessinnengarten.
wo sich also Künstler und Literaten zusammentun und diesen Garten bauen und damit etwas schaffen, was also 1200 Leute aus der Umgebung, und wir reden von harter Gentrifikation, von türkischen Mütterchen bis hin zu Studenten, bis hin zu Pensionisten, die alle zusammen dort in einem kulturellen Umfeld friedlich, ja, identitätsstiftend zusammenarbeiten. Diese Idee zu haben, eine Freifläche für so etwas zu nutzen, ist genau so etwas, was Frau Bayon meint. Nicht? Frau Bayon geht noch einen Schritt weiter und sie sagt, wir müssen nicht nur diese Freiflächen nutzen, die wir brauchen, sondern wir müssen auch in die Industrie gehen und müssen die Industrie dazu bewegen, diese Art von humanistischem Denken auch in die Produktion umzusetzen. Wie das im Einzelnen geht, das muss man sich überlegen. Das weiß ich auch nicht. Aber dass es wichtig ist, diese Motivation zu haben, gerade als Gestalter, gerade als Kreativer, gerade als Künstler oder auch als Architekt oder auch als Journalist, das ist etwas, was ich sicher für sehr, sehr wichtig halte. Das zweite Foto ist wieder so eine Geschichte. Da sitzen drei Theaterschauspieler, ein Regisseur und zwei Schauspieler auf Rügen zusammen und sagen, wir wollen Theater spielen. Jetzt gibt es natürlich auf Rügen ein Theater, aber die wollen natürlich nicht mit diesen drei Schauspielern arbeiten. Das heißt, die drei Schauspieler sagen, wir müssen eine autonome Geschichte schaffen, wo wir unsere Stücke spielen können. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Solidargemeinschaft entwickelt, wo ein Umfeld existiert, wo also viele Leute an dieser Idee mitwirken. Und zwar so mitwirken, dass da ein Schreiner ist, der bestimmte Sachen macht, da ist ein bestimmter Handwerker, der bestimmte Sachen macht, da ist ein Regisseur, da ist sicherlich auch jemand, der mal geldmäßig unterstützt oder jemand, der anders. Und das, was interessant und wichtig für diese Leute ist, ist diese Art von Zusammensein, diese Art von Erfahrung von einer wie auch immer gearteten sozialen Situation, die für die Menschen angenehm ist und die im Gegensatz zu den Burnout-Phänomenen auf den Mensch in seiner Geschwindigkeit setzt, wenn Sie so wollen, ein entschleunigtes System. Nicht? Aber die künstlerische Qualität leidet darunter nicht. Aber sie ist völlig systemunabhängig. Das heißt, hier gehen Leute hin und gehen mit ihrer Vision hin und schaffen sich ihren Freiraum, in dem sie agieren. Und das ist das, was ich meine. Und da geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, in einer Umgebung zu leben, die gesund ist, die intakt ist, die sozial vernünftig ist und wo die Leute miteinander vernünftig umgehen und solidarisch miteinander leben. Und ich habe das auf Rügen erlebt, wie ich das auch in dem Prinzessinnengarten, deswegen habe ich diese beiden Beispiele auch genommen. Ich habe das beides erlebt und ich kann sagen, es funktioniert genau so. Und es ist sehr, sehr nachahmenswert. Und es hat im Kern... Jetzt kommen wir zur Kunstgeschichte. Es hat natürlich den Charakter einer sozialen Plastik. Das heißt, eigentlich ist es eine Idee, die wir seit den 60er Jahren von Joseph Beuys kennen, wo man sagt, man muss auf die kreativen Kräfte des Menschen setzen und man muss die kreativen Kräfte so freisetzen, dass sie eine Form entwickeln, die gut für die Menschen ist und mit den Menschen etwas in der Gesellschaft Vernünftiges und für die Menschen Vernünftiges tut. Und das sind solche Beispiele. Wie gesagt, Prinzessinnengarten, das andere ist Rote Kugel. Hier sehen wir links die Eleonore, das ist ein Künstler-Artist-in-Residence-Programm in Linz. Und diese Eleonore ist ein Messschiff. Es wird betrieben von einer Kulturinstitution, die Stadtwerkstatt heißt. Und dort werden jeweils für einen Monat zwei Künstler eingeladen, die mit dieser Situation umgehen und die im Prinzip einige Sachen erstmal lernen müssen. Also lernen müssen, wie geht man um, wenn man nicht ein großes Studio hat? Wie geht man damit um, wenn man kein warmes Wasser hat, wenn man keinen Strom in dem Sinne hat, wenn man Dinge nicht hat, die man normalerweise immer voraussetzt? Und dann lernt man erstens, dass es geht und zweitens, dass es nicht darauf ankommt, in bestimmten sozialen Parametern künstlerisch, sondern dass es auch da geht. Nicht? Die Erkenntnis ist, dass Kunst im Prinzip eine autarke, eine autonome Situation sein kann, die übrigens von der künstlerischen Qualität nicht schlechter sein muss, als die Kunst, die in einem großen Studio in Berlin entsteht. Sie ist wahrscheinlich nur anders. Und ob wem das nun gefällt oder nicht, es ist ein Fall, wie so etwas funktioniert. Und das funktioniert sehr gut, ich habe es selbst gemacht.
Und ich habe es zusammen mit Hadolf Gern groß gemacht und wir hatten also tatsächlich eine wirklich sehr interessante, gute Zeit. Und wir haben sehr viel über Kunst gesprochen, wir haben sehr viele Dinge gemacht, wir haben sogar auch Dinge produziert, Texte wie auch andere Dinge, wie Kunstprojekte, und haben uns da sehr wohl gefühlt. Und wir haben gelernt, dass es eigentlich auch unter anderen Gesichtspunkten möglich ist, als Künstler oder als Kunsthistoriker oder Kulturwissenschaftler so zu arbeiten, dass es nicht nur Spaß macht, sondern dass es auch höchst sinnvoll sein kann. Das ist ein Beispiel. Wiederum ein Solidarsystem, wiederum ein System, das auf eine gesellschaftliche Nische setzt, wiederum ein System, das autark ist, das autonom ist, das sich nicht in irgendeiner Weise in den normalen, gängigen Topoi der Kunstsysteme bewegt, sondern das bewusst einen Gegenakzent setzt. Das Zweite ist wiederum, das sind die Gründungsmitglieder dieses Theaters, die Rote Kugel, das ist das Haus. Und Sie sehen im Prinzip, diese Leute haben das zusammengeschafft. Der eine hat einen Laden, der andere Schauspieler, wiederum noch ein Schauspieler, das ist ein Schreiner, das ist eine Gärtnerin. Das sind alles Leute, die zusammen diese Art von Kulturinstitution gegründet haben und die jetzt auch in der Lage sind, das Theater zu spielen, was sie wollen. Das heißt also exakt das zu tun, was sie wollen. Und das ist, ich habe es erlebt, das ist sehr, sehr überzeugend. Die Revolution unserer Zeit vollziehen sich in Gesundheit, Ernährung und Lebensstil. Hierüber spielen Themen wie Familie, Arbeit und Freizeitgestaltung eine wesentliche Rolle. Das haben wir jetzt hinreichend gezeigt. Wir zeigen hier eine Situation, die wiederum im Prinzessinnengarten in Berlin stattfindet. Wir sehen kein gebautes Haus, sondern wir sehen ein Provisorium vor dem Hintergrund dessen, dass die Fläche in einem Jahr wieder wechseln kann und dann man mit dem ganzen Ding wandern muss. Aber wir sehen auch, dass das Ganze harmonisch aussieht und dass es in einer gewissen Weise sogar eine Art von Sozialromantik hat. Die kann man ja möglicherweise auch kritisieren. Aber in dem Fall funktioniert sie gut. Ich habe es erlebt. Ich finde es eigentlich sehr überzeugend. Radikaler Humanismus. Radikaler Humanismus ist ein Begriff, der aus dem Indischen kommt, aus der indischen Befreiungsbewegung, und zwar in den 30er Jahren, die eigentlich die Menschen dazu motivierte, sich von der britischen Kolonialmacht zu befreien. Und da gibt es diesen Kollegen, der das ins Leben gerufen hat, M. N. Roy, und der hat eben gesagt, wir können nicht nur reden, wir können nicht nur so tun, als ob wir uns für was interessieren, wir müssen es aktiv betreiben. Wir müssen aktiv für die Ziele kämpfen. Das ist das, was diese Frau Byron auch sagt. Wir können nicht zugucken und hoffen, dass sich was ändert, sondern wir müssen es tun. Wir müssen es jetzt tun. Und die Notwendigkeit ist jetzt, es zu tun. Es gibt morgen und übermorgen, aber eigentlich, wenn man jetzt weiß, was richtig ist, muss man es jetzt machen. Und wenn man weiß, dass etwas nicht richtig ist, muss man sich davon distanzieren. Das ist das, was die Leute und was ich auch für richtig finde. Hier sehen wir ein absolut geniales Beispiel für eine Idee, die nichts kostet und die das Leben von einigen Millionen Menschen verändert hat. In Indonesien, in Jakarta, in einem Slum, kam ein Architekt, ein junger Architekt, ein Kreativer wie Sie, und er stellte fest, also der kam auch aus dem Slum, und er stellte fest, die Slums sind dadurch wirklich sehr schwierig zu leben, weil die Räume keine Elektrizität haben. Das heißt, dass die Räume sind dunkel. Und zwar von morgens bis nachts. Und da man keinen Strom hat, kann man bestimmte Sachen über Elektrizität nicht lösen. Was hat er gemacht? Er hatte diese wirklich absolut geniale Idee, eine transparente Wasserflasche zu nehmen, sie mit Wasser zu füllen und sie ins Dach zu montieren. Und diese Flasche funktioniert wie eine Light Tube und erhält den Raum. Diese einfache Idee hat das Leben von einigen Millionen Menschen in Asien in diesen Slums verändert, weil die neuerdings helle Räume haben. Das ist eine Idee, die ich meine, das ist jetzt etwas, was dieser Cameron Sinclair sicher auch ganz toll findet, aber das ist eine Idee, die kommt man nicht mehr von ihm. Aber es ist eine Idee, die sich aus einer kreativen Überlegung, wie sieht eine Situation aus, entwickeln kann. Und eines der überzeugendsten Beispiele meiner Ansicht nach, wie man mit einer Lösung Menschen tatsächlich die Realität verbessern kann. Das hier, Giebling, das ist wiederum ein Projekt der Stadtwerkstatt, ein Kunstprojekt, das Folgendes tut, dass eine Reihe von Institutionen, von Restaurants, von Firmen, die eine ganz bestimmte politische Haltung teilen, quasi zusammenbringt und sagt, wir
bringen eine neue, eine künstliche Währung, in der wir in diesem Kontext bezahlen können. Und das wird seit einigen Monaten gemacht und es funktioniert erstaunlich gut. Der Grundimpuls ist ein völlig künstlerischer. Das ist ein Künstler, der das erdacht hat und wird auch von Künstlern betrieben. Und was es zeigt, ist, dass es auf der kleinen Fläche funktioniert. Das heißt, also wir sehen hier ein künstlerisches Projekt, was tatsächlich in diesem Kreis beweist, dass man das in einem gegebenen Umfeld tatsächlich gesellschaftstransformatorisch einsetzen kann. Das ist also eine Lösung, die künstlerisch initiiert ist und die jetzt einfach für diesen kleinen Bereich in Linz hervorragend funktioniert, ein künstlerisches Projekt. Was ist nun gemeint mit unlaufgesichertem Geld in welcher Relation? Unlaufgesichertes Geld. Unlaufgesichertes Geld, ja, jeder zahlt es ein und kauft damit diese Giblinge. Und dann wird mit diesen Giblingen weiter bezahlt. Ich habe es selbst gemacht, also es funktioniert tatsächlich. Und die kannten mich jetzt nicht, also das hätten wir nicht. Aber es ist ja ähnlich wie beim Casino. Da kaufe ich meine Chips ein und in dem System bleibe ich. Und wir holen das dann wieder sozusagen den Gegenwert ab. Ich sage jetzt einmal als Gegenbeispiel. Ja, also es ist eigentlich kein Casino, weil es geht ja nicht darum, dass die Leute damit spekulieren, sondern es geht ja wirklich darum, dass die Leute sagen, ich kaufe einen Kaffee im Café der Stadtwerkstatt und das kostet 5 Giblinge und ich bezahle es nicht mit 5 Euro, sondern mit 5 Giblingen. Aber ich muss es abholen, die 5 Giblinge. Aber ich muss die 5 Giblinge abholen. Ja, die 5 Giblinge gehen dann wiederum, die haben eine Franz Weigel, das ist so eine Klärungsstelle, da wird es gesammelt und wird es wieder abgestimmt. Aber es ist keine, es hat, genau das ist nämlich genau das Gegenteil. Es gibt eine Wechselstube. Nicht? Aber das, was wichtig ist, ist, dass dieses System spekulationsfrei ist. Also man kann nicht spekulieren. Man hat weder einen Werteverfall in dem Sinne, noch hat man die Möglichkeit darauf jetzt irgendwie... Doch spekuliert wird in dem Moment, wenn es den ersten gibt, innerhalb von dem System, das heißt, man macht die Bank. In dem Moment, in diesem Dorf, sage ich, der erste Aufbau... Man kann das Geld nicht anhäufen. Was ich mir an diesem Projekt nur zeigen will, ist, das sind Künstler, die dieses Projekt gemacht haben. Die wollen nicht jetzt für Österreich eine neue Währung entwickeln. Die wollen nur einfach zeigen, dass man mit einem künstlerischen Projekt dieser Art simulieren kann, dass so etwas funktioniert. Zumindest in einem gegebenen Umfeld. Und das tut es wirklich gut bisher. Bisher seit etwa einem Jahr und das funktioniert. Jetzt kommen wir zu der Frage, was könnte denn heute eine Avantgarde sein, die jetzt nicht sich im Prinzessinnengarten oder nicht auf Rügen in der Roten Kugel oder nicht in der Eleonore in Linz abspielt. Und da begrüße ich einen Kollegen von mir, Gerald Walter, der also ähnlich wie Rachel Armstrong an einer solchen Stelle arbeitet, nämlich da, wo man Wissenschaft, und da sind wir jetzt auch konkret hier im richtigen Raum, wo man Wissenschaft einsetzt, um in Kultur und in anderen Bereichen Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich wiederum die Lebenssituation verbessern können. Bei Rachel Armstrong ist das Biogenetik, also ist das Synthetic Biology, du kannst ja vielleicht gleich was dazu sagen. Das ist eine Frau, die tatsächlich an einer Frontier kämpft, die allerdings tatsächlich ihre wissenschaftliches Know-how in diesem Sinne einbringt und damit in Kontexte geht, wie beispielsweise in Architekturbüros oder in Stadtentwicklung und versucht, ihr wissenschaftliches Know-how dafür einzusetzen, dass die Sachen sich verbessern. Wie gesagt, Gerald tut es auch. Gerald wird jetzt dann gleich noch was dazu sagen, um das auch plausibel zu machen. Das ist eine Form einer möglichen neuen Avantgarde, die wiederum den Humanismus im Kern hat, die aber, ähnlich wie das ja hier auch der Fall ist, die Flanken sucht zwischen Kultur und Science, also zwischen Naturwissenschaften, in dem Fall Biology, in deinem Fall, das wirst du gleich erklären, und dem kulturellen Umgebungsfeld. Ja, das kommt jetzt von Gerald.
Was ich damit mit dem Ganzen zum Ausdruck bringen will, ist, ich glaube, der Begriff der Avantgarde war in der Postmoderne kein Begriff mehr. Es gab in der Postmoderne keine Avantgarde mehr. Aber ich glaube, dass wir an einer Stelle sind, in der es neue avantgardistische Tendenzen bei Menschen gibt, die kreativ sind, die ihre Kreativität in ihrem Lebensumfeld und in ihrem gesellschaftlichen Umfeld so einsetzen, dass sich nicht nur ihre Lebensumstände verbessern, sondern dass sich die Verhältnisse in ihrer Umgebung verbessern. Und das hat zumindest im Kern einen Humanismus. Und dieser Kern des Humanismus ist eine wesentliche Kernidentität der historischen Avantgarde. Wenn man sagt, wo sind die heute, würde ich vermuten, sie sind insbesondere in diesem Feld, in dem Gerald arbeitet oder in diesem Rachel Armstrong arbeitet, wo Leute wie Gerald oder Rachel Armstrong mit Leuten wie ihnen Lösungen entwickeln für ganz aktuelle Problemlösungen. Und dafür gibt es eine Reihe von Beispielen, wo es funktioniert, und mit Cameron Sinclair und anderen wird es einfach nachgewiesen. Das heißt also, man sollte das ernst nehmen, was die Frau Byron sagt. Man sollte sagen, man muss sich überlegen, in welcher Gesellschaft will ich leben? Wie sieht die aus? Und wie komme ich dahin? Wie kann ich diese Gesellschaft als Kreativer, als Gestalter so verändern, dass sie den Ansprüchen genügt, die ich für mich und für meine Umgebung erzielen möchte? Das ist ein Kunstbegriff, der, wenn er überhaupt in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts vorkommt, eben in den historischen Avantgarden vorkommt, teilweise in den Neo-Avantgarden, wie bei Joseph Beuys beispielsweise. Und das eben heute, wie Joseph Beuys das auch sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, damit meinte er nicht, dass jeder Mensch ein bildender Künstler ist, aber er meinte, jeder Mensch hat diese kreativen Möglichkeiten, diesen Input zu leisten, wie das eben Leute leisten in der Roten Kugel oder in der Eleonore in Linz oder im Prinzessinnengarten in Berlin. Ich bin davon überzeugt, es gibt viele, viele, viele solcher Projekte. Und das halte ich für einen sehr gangbaren Weg, um Kunst und Kultur in die Zukunft zu führen. Aber ist das nicht, sage ich, ist auch sehr praktisch, alleine die Frage,